Jetzt, meine Damen und Herren, haben wir jemanden, der bei uns in die Show reinkommt, der albanische Nationalspieler ist. Die Story, wie er da reinkommt, das kann er uns vielleicht noch mal, gleich nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. Ansonsten kann ich mich noch an die Zeit erinnern, wo er bei Paderborn war. Da hat er krasserweise den Rekord für die meisten gelben Karten in einer Saison gebrochen. Das ist auch, das muss man erstmal schaffen, ist Ballon d'Or. Für Sechser, habe ich damals gesagt. Ballon d'Or für Sechser, wenn du diese Auszeichnung bekommst. Rekord, so, ja. Damn. Du musst auch erstmal mitnehmen, sag ich mal. An dieser Stelle, big Shoutouts an den Bre. Welcome, welcome, Klaus Jasula. Hallo. Hey, long time no see. Auf jeden Fall, Mann, auf jeden Fall. Er ist bei mir sehr leise. Ja, warte, ich guck mal kurz. One second. Du weißt, bei uns haben wir technische Probleme. Hat sich seitdem nichts geändert. Jetzt ist super. Man muss seiner Linie immer treu bleiben. Ja, Streams immer sagen. Genau, nicht so wie der Schiedsrichter von Dortmund, der seiner Linie nicht treu geblieben ist. Wir bleiben unserer Linie treu. Bei jedem Gast haben wir mindestens ein bisschen technische Probleme. Klaus, wie geht's dir, Habibi? Gut, Bruder, gut. Dankeschön. Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch top. Wir haben jetzt diese Show ein bisschen am Laufen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass du die Zeit gefunden hast, uns hier ein bisschen zu supporten, ein bisschen Einblicke in dein Leben zu geben. Das finden die Leute nämlich interessant, da haben wir Bock drauf. Wilde Zeiten bei dir gerade, ne? Also man kann sagen, einmal Bundesliga wieder zurück. Wir haben damals drüber gesprochen, wo ich zu dir meinte, ey, könnte sein, dass Hertha vielleicht in dem einen Jahr, wo ihr schon so in diesem Aufstiegsweg war, meinte ich zu dir, kann sein, dass wir uns entwischen, dass ihr hochkommt, wir runter. Ihr seid in dem Jahr nicht aufgestiegen. Wir haben Relegation gegen Hamburg geschafft und ein Jahr später, sieh einen an, sind wir dort aneinander vorbeigedriftet noch. Es sollte so sein. Wie ist es, wieder zurück in der Bundesliga zu sein? Ja, also überragendes Gefühl natürlich. Ich glaube, ist klar, dass die Mannschaften, die da sind, die Spiele, die anstehen, das ist was Besonderes für jeden von uns in unserer Mannschaft, ganz klar, für jeden in der Stadt. Für mich war es ein bisschen schwieriger. Ich bin verletzt schon in die Vorbereitung gestartet. Ich habe keinen Tag von der Vorbereitung mitgemacht. War erst wieder zurück, als dann das Pokalspiel losging, als die Saison quasi dann angefangen hat. Und deswegen war es ein bisschen schwierig. Dann war so diese Vorfreude nicht mehr ganz so da, weil man halt sich erstmal darauf fokussiert hat, wieder zurückzukommen. Aber jetzt ist alles Bombe. Sehr, 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 sehr geil. Ihr habt auch, also vielleicht nicht so viel zu feiern, wie man sich das hätte gewünscht gestern. Es war trotzdem ein mega starkes Spiel. Du bist zurückgekommen, glaube ich, das war dein erstes Spiel auch in der Bundesliga-Saison, als du es von Anfang an gespielt hast, glaube ich, ne? Genau, also es waren die ersten Minuten. Ich habe bis jetzt noch keine Minuten gehabt. Genau. Ah, krass. Okay, da hast du die ganze Zeit, bist du noch fit geworden. Ich hab Fotos noch gesehen von dieser Meisterschaftsfeier letztes Jahr. Also Zweitliga, dein Sixpack, tschüss, was war das, Digga? Top in Form. Cristiano für Arme. Albanische Cristiano. Albanische Bohrmaschine Cristiano. stark, Alter. Nein, wildes Spiel gestern gegen Gladbach gehabt. Ihr seid 3-0 in Führung gegangen. Wir können ja jetzt einmal ein bisschen auf dieses Spiel reinschauen. Was wir machen bei Dimetime ist, wir rappen so ein bisschen die Games nochmal auf. Du kannst ja vielleicht nochmal aus deiner Sicht erklären, was ist passiert, wieso 3-3 am Ende. Ich glaube, es war schon relativ obvious, wenn man es anguckt, aber ich würde es trotzdem nochmal gerne aus deinem Mund hören. Ja, also ich glaube, wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, wo wir zu Recht und verdient 3-0 in Führung gegangen sind. Hätte auch, wenn es jetzt, wenn alles optimal gelaufen wäre, hätte es auch ein bisschen höher ausfallen können in der Halbzeit, fand ich. Und wir haben ein überragendes Spiel gemacht. Bis jetzt denke ich so, also ja, schon die beste Halbzeit gespielt bis jetzt in der Bundesliga, in der wir jetzt das vierte Spiel hatten. Und zweite Halbzeit beginnt dann natürlich halt mit einer roten Karte und einem Elfmeter. Was wirklich, also ich will jetzt auch nicht so viel drauf eingehen, sehr, sehr fragwürdig in meinen Augen jetzt. Vor allen Dingen, wenn du dann auch noch eine rote Karte gibst, ist schon sehr, sehr hart für die Situation, wie sie da vorgefallen ist oder was da passiert ist. Muss ich sagen. Und dann halt der Torwart überrangt den Elfer von uns. Da habe ich gedacht, okay, wir sind noch voll da. Und Gladbach hat natürlich Qualität dann, um die Sachen auszuspielen. Trotzdem, unabhängig von der roten Karte, müssen wir das in manchen Situationen einfach besser verteidigen.
Da sehe ich mich auch genauso in der Pflicht wie alle anderen. Das hätte man, es war jetzt nicht so, dass die uns so komplett auseinandergespielt hätten, so bis in 16er rein, sondern die haben uns auseinandergespielt, klar, die haben viel Ballbesitz gehabt, aber wir haben es denen trotzdem in den entscheidenden Räumen dann auch ein bisschen zu leicht gemacht. Und da müssen wir uns auf jeden Fall ankreiden lassen, weil ist schon schade, wenn du ein 3-0 aus der Hand gibst, ist klar. Genau, das tut auf jeden Fall weh, das 3-0 da aus der Hand zu geben, aber fast skandalös in meinen Augen. Ich habe mir diese Situation bestimmt 30 Mal angeguckt, diesen Elfmeter und die rote Karte. Also ich habe sogar erstmal gesagt, Digga, das war unabsichtliche Hand. Dann guckst du dir die Wiederholung genau an, die Hand geht schon so ein bisschen dahin, okay. Aber jetzt so zu tun, als ob er Torwart war gerade in dem Moment und den extra in die Hand nimmt, um das jetzt diese Spielsituation kaputt zu machen, und dann gibst du nicht nur einen Elfmeter, der schon sehr krasse Bestrafung ist, sondern noch die rote. So, okay. So, was? Also, das habe ich. Ich fand auch, es war echt schon sehr, sehr, sehr hart, weil am Ende sind die im Zweikampf. Die sind im Zweikampf und ich glaube, der Arm ist so irgendwie eingehakt in dem anderen Arm oder unter dem anderen Arm und dadurch kommt der Ball so an die Hand, aber er vereitelt weder dadurch eine Torschance oder sonst. Die haben trotzdem noch eine 100%ige Torschance. Genau. Die machen sie nicht rein. Im Nachhinein habe ich gedacht, hätten sie die lieber reingemacht, dann wäre 3-1 und 11 gegen 11. Weißt du, was ich meine? Und so, die Spieler von Gladbach haben weder protestiert noch gar nichts. Also nichts. Die sind selber nicht mal davon ausgegangen, dass es irgendwas war. Und dadurch, dass du den Ball nur leicht mit der Hand touchierst, indem du im Zweikampf bist, der Spieler hat den Ball weder irgendwie krass unter Kontrolle gehabt, sondern die waren ja im Zweikampf. Ja. Dass du dann so eine Entscheidung triffst, ist schon also brutal. Hat der Schiri denn schnell entschieden? Wäre man auch vielleicht angepisst gewesen, bitte? Hat der Schiri denn schnell entschieden? Nee, der Schiri hat gar nichts entschieden. Der hat gar nichts gesehen. Der VAR hat sich eingeschaltet und dann hat er sich angeguckt und hat dann schon zügig entschieden. Gut, man weiß ja, wie das ist. Wenn der VAR sich einschaltet, welcher Schiri sagt dann, ich glaube, in 95% der Fälle wird immer die eigene Entscheidung dann revidiert, weil der VAR schaltet sich hier ein, weil er ihm sagen will, du hast was falsch gemacht, in Anführungszeichen. Ja. Sonst würde ich ja nicht einschalten. So eine, du hast was übersehen, guck dir es nochmal an, aber schon mit dem... Ja klar, welcher Schiri sagt dann, nee, ich bleib dabei, also gibt es schon, gibt es auf jeden Fall, wenn es dann wirklich so war, aber wenig, selten, dass der Schiri dann bei seiner Meinung bleibt, weil dann das Risiko quasi zu hoch ist, dass er das nur auf seine Schulter nimmt, weißt du, was ich meine? Ja, ist natürlich auch tough dann immer am Ende ein Schiri. Selbst. Ja, safe. Ist natürlich dann tough am Ende auch ein Schiri. Dafür immer ein bisschen anzukreiden, so klar, Elfmeter kann man geben, rote Karte, sehr, sehr fragwürdig. Und das ist halt, das dann auch das komplette Spiel nochmal dreht, tut dann natürlich auch schon echt weh. Ich meine, 3-0 zu führen und das dann nochmal aus der Hand zu geben, das ist schon ein Riesenschmerz, bestimmt auch für die Fans, die im Stadion waren. Aber ihr werdet ja trotzdem immer noch gut von euren Fans eigentlich auf dem Laufenden gehalten, sage ich mal, und befeiert, oder? Ja, absolut. Die sind überragend. Also die unterstützen uns von vorne bis hinten. Also das ist überragend. Sie wissen auch, dass wir die Unterstützung brauchen. Wir brauchen uns gegenseitig, ganz klar. Und trotzdem war es nochmal ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es sich ein bisschen blöd anhört, wenn du halt 3-0 führst und 3-3 spielst. Trotzdem, das Spiel hat viele, viele positive Seiten gehabt und gezeigt. Natürlich musst du auch über die negativen sprechen und die verbessern, ist auch ganz klar. Aber ja, mit der Entscheidung ist schon der Spielverlauf auf den Kopf gedreht worden. Wenn dann am Ende des Spiels vielleicht 3-2 gewinnst, redet keiner mehr so richtig über die rote Karte und den Elfer. So wird das Thema natürlich präsenter bleiben. Aber ja, in dieser Situation war die rote Karte einfach zu viel. Erfahrung, die man macht halt, ne? Leider. Ist halt mies, dass sein nächstes Spiel dann auch noch fehlt. Aber ich bin mal gespannt, gegen wen geht's nächste Woche? Gegen Stuttgart. Oh, gegen seinen Stuttgart. Alten Verein auch noch. Also beim nächsten Heimspiel werde ich auch so erstmal bei euch reinschauen, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und im Oktober habt ihr ja dann schon wieder Länderspielpause, ne? Da geht's ja dann schon wieder mit der albanischen Nazio weiter, ne? Genau. Der Adler. Ihr seid ja jetzt wirklich sehr, sehr nah dran, euch für die EM zu qualifizieren. Ich meine, die Albaner sind jetzt auch nicht jedes Mal dabei. Da ist schon jetzt richtig Feuer drin, ne? Ja, absolut. Also die Situation ist momentan überragend, muss man ganz klar sagen. Klar, ist auch noch nicht durch. Es gibt noch einiges zu tun. Aber die Ausgangslage ist top. Albanien hatte sich bis jetzt einmal in der Historie qualifiziert für den EM. Und das könnte das zweite Mal sein. Und ja,
man merkt, die Euphorie in dem Land ist gerade krass. Also ja, selbst hier in Deutschland wird wahrscheinlich die Euphorie so sehr, sehr hoch sein, ja, wie man das dann so kennt. Das wird teilweise vielleicht auch Heimspiel sein. safe. Ich sag ja, man weiß ja, was die Türken so jedes Mal abreißen, wenn es dazu kommt, dass wir irgendwo dabei sind. So. Bei den Albanern ist es mit Sicherheit sehr, sehr ähnlich da dran. Ihr habt echt gutes Momentum mit der Mannschaft, hat man so das Gefühl. 10 Punkte, Tabellenführer gerade in der Gruppe so. Wie war das, als ihr vorher in diese EM rein seid als Mannschaft? War da das Feeling so positiv? Ist man da reingegangen, so, ey, Jungs, wir können eigentlich alles schaffen, so? Ja, das auf jeden Fall, weil wir hatten ja zum Beispiel Favoriten in der Gruppe, waren ja eigentlich Tschechien und Polen. Wir hatten bei der letzten WM-Quali Polen schon und waren wirklich sehr, sehr ausgeglichene Spiele. Wir haben leider beide verloren. Da hatten wir auch ein Finale, wo wir uns dann hätten qualifizieren können. Auch sehr unglücklich gelaufen. Polen hat auch Qualität, keine Frage. Und ja, vor dieser Quali gab es dann einen Trainerwechsel, neues Staff komplett. Der hat halt einfach richtig, richtig Power da reingebracht, Leben reingebracht, Motivation reingebracht. So wittert natürlich auch wieder jeder Spieler seine Chance. Wenn er Gas gibt, spielt er vielleicht, weißt du, was ich meine? Ist nicht so, dass sich das irgendwann tut sich ja so ein bisschen herauskristallisieren, wer spielt nicht und so. Auf vielen Positionen. Da war natürlich wieder für jeden eine neue Chance da und dementsprechend ist halt da richtig Zug reingekommen. Geil. Und ja, mit den Spielen jetzt, was, wie gesagt, diese Euphorie im Land, diese Unterstützung, das ist krass gewesen jetzt die letzten Monate. Eigentlich immer, aber jetzt ist nochmal so das besondere Etwas irgendwie da. Und das macht es dann auch zu irgendwie, weiß nicht, das, da liegt was in der Luft so ein bisschen. So, ich weiß gar nicht, wie ich es so richtig erklären soll. Das ist so elektrisierend einfach. Und ja, bei euch ist kein Video von Graugänsen vonnöten. Müsst ihr keine Graugänsen angucken. Hast du Deutschland All or Nothing gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber wollte ich noch schauen. Aber ich habe mitgekriegt mit den Gänsen. Gänsen hast du. Bruder, was ist das für eine Mutti? Also, allmählicher geht's fast gar nicht, war halt so Graugänse als Motivationsvideo. Ein anderer türkischer Trainer zeigt so. Wie wahrscheinlich auf Baustelle oder sowas. Irgendwelche Alter. Kriegsvideos oder so holt bestimmt türkischer Trainer raus, Digga. Und der Deutsche so. Ey, aber bei dir war ja ein bisschen auch interessant, wie du überhaupt in die Nazio quasi gejoint bist. Sabri hatte schon mal kurz angeschnitten, hat kurz erzählt. Ich dachte so, ey, du musst eigentlich nochmal die Story erzählen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, Nazio für die Albaner zu spielen. Ja, ich habe ja damals in Paderborn gespielt. Da haben wir das letzte Vorbereitungsspiel gegen Lazio Rom gehabt, bevor die Saison, damals die Bundesliga-Saison angefangen hat. Dann, ja, haben wir gegen Lazio Rom halt gespielt, eigentlich ein relativ gutes Spiel gemacht und da war der Sportdirektor, also der Manager vom Verein, Iglitare, ist auch so albanischer Nationalspieler, der früher hier auch gespielt hat in Deutschland und ja, der war so im Austausch mit dem damaligen Nationaltrainer von Albanien, weil der halt auch Italiener war und die sich halt dadurch, dass der Manager Sportdirektor in Italien ist, halt kannten und ja, nach dem Spiel hat er mich so gefragt gehabt, der hat mich erstmal verwechselt mit meinem Bruder, weil er den halt vorher kannte, weil der halt auch schon jung Profi war und alles und hat mich dann gefragt, ja, willst du zur albanischen Nationalmannschaft? Ich dachte mir, was ist das für eine Frage? Natürlich. Und dann meinte er, ja gut, alles klar, ich habe dem Trainer geschrieben und alles und dann hat sich jemand gemeldet, also war krass. Aber die wussten, dass du bist dann am Ende und nicht dein Bruder. Am Ende wussten die, dass ich bin, ja, aber am Anfang haben sie gedacht, ich wäre mein Bruder, ja. Taff, Alter. Das ist sehr witzig. Aber gut, als Bro, man heult ja da nicht rum, das ist ganz schnell geklärt, denke ich mal. Nein, um Gottes Willen. Ist dein Bruder denn auch bei der Nazio? Nee, der war mal, der war ja von uns beiden jetzt der Talentiertere, der wurde ja mit 17, 18 schon Profi, bei mir ist das Ganze ja ein bisschen später losgegangen, ich bin ja mit 28 erst in die zweite Liga gekommen, dadurch hat mich halt keiner auf dem Schirm gehabt oder halt, der ist ja ein Albaner, der dann schon länger nicht mehr in Deutschland war, schon längere Zeit nicht mehr in Deutschland war und zu der Zeit, wo er halt so, glaube ich, den deutschen Fußball oder die albanischen Jungs in Deutschland verfolgt hat, da war halt mein Bruder oben und ich war ja gar nicht da, also ja. Deswegen kannte er mich auch nicht. Und der hat dann halt am Ende einfach nur Jasula gelesen und dachte sich halt, ich bin mein Bruder. Ja, ja, sehr, sehr, sehr nice Story. Ich habe so ein bisschen angeschaut, aber man wollte es aber von dir natürlich am Ende hören. Ist ja, ja, passiert ja nicht alle Tage, dass man relativ spät in der Karriere, sage ich mal, nochmal seine zweite Superkarriere da hat. Nazio dabei, vielleicht inshallah,
Klopf auf Tisch. Inshallah, eine EM nochmal mit dabei, Digga. Das wäre ja nochmal richtig saftig. Dann noch bei uns in Deutschland. Also wirklich. Besser geht's gar viele nicht. Viele W's, so viel Familie, die kommen kann. Ihr müsst alle nach Deutschland reisen. Ja. Das wird wild. Das wäre natürlich nochmal das i-Tüpfelchen in der Karriere. Das wäre krass. Ja, Mann. Ey, dann sind wir dir natürlich sehr dankbar, dass du uns hier kurz supportet hast, dass wir mit dir kurz über das Darmstadt-Spiel reden konnten. War ein wildes Game. Glückwunsch trotzdem natürlich für euren ersten Punkt in diesem Jahr. Wir wissen als Herthaner, wie schwer es ist, tatsächlich in der Bundesliga überhaupt Punkte zu holen. Mainz und Köln, ne, die haben es auch gerade sehr schwer. Die Bundesliga ist einfach sehr, sehr hart, das weiß man. Deshalb wünsche ich euch ganz viel Erfolg für den Rest der Saison. Wir gucken auf jeden Fall auf Stuttgart. Es wird ein wildes Spiel, denke ich mal. Hoffentlich auch viele Minuten noch dieses Jahr für dich. Ja, und hoffentlich erstes Tor gegen Stuttgart und dann kommt der Albaner mit dem Kopf. Dankeschön. Ey, wir wünschen dir alles Beste. Vielleicht kriegen wir dich nochmal im Laufe der Saison, können nochmal über Darmstadt-Albanien irgendwie sowas nochmal quatschen. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr dankbar. Kuss auf jeden Fall, viel Erfolg und bis bald, würde ich sagen. Dankeschön, euch auch alles Gute. Wir hören uns, gell? Mach's gut, hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Ciao, ciao. Ciao, ciao, hat mich auch gefreut. Geiler Typ, Digga. Sehr, 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 sehr cool. Sehr sympathisch.